Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Wohin gehen die Sterne? Aber die Hexe hatte zu viel Kuchen gegessen. So schlief sie ein. Und die Fee schlich sich hinter die schlafende Katze, schwenkte ihren Zauberstab. Abracadu, Abracadai, erlöst die Kinder, sie seien alle wieder frei. Und wie der Blitz war der Bann der Hexe gebrochen. Als die Sonne aufging und die Sterne verschwanden, fanden sich alle Kinder wohlbehalten in ihren Betten wieder. Ende. Mami, wieso ließ die Hexe die Kinder zu Eis erstarren? Oh, keine Ahnung. Vielleicht hasste die Hexe den Lärm, den die Kinder machten. Und ihr fiel der Vereisungszauber ein. Ja, danke schön, Nanny Plum. Nichts zu essen für ein Jahr und einen Tag. Da waren die Kinder dann bestimmt furchtbar hungrig. Nein, sie wurden von der Hexe völlig eingefroren, wie Tiefkühlerbsen. Können Tiefkühlerbsen denn etwa hungrig sein? Nein! Königin, wo gehen die Sterne hin, wenn der Tag anbricht? Was meinst du, Ben? Ihr habt gesagt, die Sonne ging auf und die Sterne verschwanden. Ich frage mich, wo sind sie denn nun? Tja, sehen wir doch mal im Buch nach. Es steht nicht drin, was aus den Sternen wird. Nanny Plum, hast du eine Ahnung, wohin die Sterne am Tag gehen? Nein. Oh. Wisst ihr was? Wir fragen einfach König Aurikel. Er weiß, wie alles in der Welt zusammenhängt. Ja. Dann los, fragen wir Daddy. Herein. Daddy, Daddy, dürfen wir dich kurz etwas fragen? Ja, natürlich, Holly. Frag einfach. Kannst du uns sagen, wohin die Sterne gehen, wenn es Tag wird? Was? Wo die Sterne sich ausruhen, wenn die Sonne aufgeht. Sie gehen zu... Ich bin eigentlich im Moment sehr beschäftigt, Holly. Es stand nur in der Geschichte, dass die Sterne verschwinden. Nicht ein Hinweis darauf, wohin sie gehen. Oh, verstehe. Tja... Es stehen jede Menge Bücher in der königlichen Bibliothek. Und in einem findet man sicher die Antwort. Gute Idee, das wird klappen. Kommt alle mit. Wow, hier drin ist es sehr unordentlich. Kein Wunder, das sind ja auch magische Bücher. Ihr seid ziemlich ungezogene Bücher. Fliegt und zappelt hier herum. Hopp, hopp, sortiert euch gleich wieder ein. A, B, C, ordentlich nach dem Alphabet. Und wie finden wir nun, was wir hier suchen? Das sind magische Bücher. Du fragst sie einfach. Entschuldigt bitte, Bücher. Wo erholen sich die Sterne im Laufe des Tages? Habt ihr überhaupt irgendwas über Sterne und so? Nun seht euch nur die ausgefallene Schrift an. Was heißt denn das? Finden wir hier die Antwort? Da steht: Kleiner Stern, ich bitte dich, mach die Wünsche wahr für mich. Oh, das ist nur ein Spruch für Wünsche an einen Stern. Oh, ich denke, die magischen Bücher sind nur Helfer für Zaubersprüche. Sie beantworten keine Fragen. Ach, Nanny, wieso weißt du denn die Antwort nicht? Ich bin Nanny Plum und keine Astrophysikerin. Astrophysikerin? Was ist das? Oh, das ist jemand, der eine Menge weiß über Sterne, den Weltraum und Dinge. Elfen wissen eine Menge über Dinge. Fragen wir einfach mal meine Eltern. Sag bloß, die beiden sind Astrophysikerinnen. Wer weiß? Na los, gehen wir hin. Hallo? Meine Güte. Mami, Daddy, seid ihr Astrophysikerinnen? Nein, wir sind Elfen. Und wissen Sie, wohin die Sterne, wenn der Tag kommt, verschwinden? Nein. Niemand weiß die Antwort. Fragen wir einfach den weisen alten Elf. Ja, er ist weise. Er ist alt. Und er ist ein Elf. Elf.
Hier ist die Studierstube des weisen alten Elfs, wo er Gedanken überdenkt und weise ist und so. Herein! Hallo! So eine Überraschung. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Weiser alter Elf, wir haben eine Frage. Die Antwort stand nicht in unserem Märchenbuch. Eine Elfenfrage? Nicht so sehr Feenmaterie. Wir dachten nun, Sie könnten als der weise alte Elf... Ja, natürlich. Stellt mir ruhig eure Frage. Egal, was es ist. Wohin gehen die Sterne, wenn der Tag kommt? Stellt mir eine andere Frage. Na, zum Sport zum Beispiel. Sie sind nicht wirklich weise, nicht wahr? Sie sind nur alt. Also, alter Elf, können Sie die Frage beantworten? Nein. Doch, ich weiß, wo wir die Antwort finden. Wo? Folgt mir. Ist es weit? Ich bin etwas müde durch die ganze Suche nach der Antwort. Wir können den Lift nehmen. Von der Tür zurücktreten, bitte. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren runter zur großen Elfenbibliothek. Große Elfenbibliothek, niedlich. Ganz bestimmt ist das nur ein staubiger alter Schrank. Teufel nochmal! Psst! Vergesst nicht, wo wir uns befinden. Wir müssen absolut still sein. Wow! Ist die groß! Hier stehen so viele Bücher drin. Wie kommt es, dass sie nicht zappeln und herumfliegen? Das sind ja keine magischen Bücher, Eure Majestät. Oh, und wie findet man immer, was man sucht bei dieser Menge? Wir fragen den weisen alten Bibliothekar. Und wo ist der weise alte Bibliothekar? Kann ich helfen? Sind Sie der Bibliothekar? Ja. Können Sie uns sagen, wohin die Sterne gehen, wenn es tagt? Ah ja. Die Antwort findet sich in der Abteilung Astrophysik. Reihe 9, Signaturnummer 520.34. Hier lang. Wir haben aber schon in so vielen Büchern die Antwort gesucht. So? Und in was für Büchern? Zuerst in meinem Märchenbuch. Und auch in den magischen Zauberbüchern. Tja, wir finden verschiedene Bücher für verschiedene Dinge. Hier stehen Märchenbücher drin. Oh. Über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow, ein Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh, Volksmusik für Elfen. Ich die liebe. Bücher über Tierhaltung. Oh, Hühner. Sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja, das ist Silikat. Ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah, da wäre es. Ein Buch über Sterne. Können wir darin die Antwort finden? Mal sehen. Habt ihr es euch bequem gemacht? Ja, Königin. In klaren Nächten können wir die Sterne am Himmel leuchten sehen. Das Licht, das wir von jedem Stern sehen, ist gering. Ein winziges bisschen Licht. Wir können es auch nur sehen, weil der Himmel so dunkel ist. Schwarz! Nachts sieht der Himmel total schwarz aus. Sehr richtig, Holly. Wenn der Morgen kommt und die Sonne aufgeht, wird der Himmel heller und die Sterne verschwinden. Aber Mami, wo gehen die Sterne denn nun hin? Du wirst dich wundern. Nirgendwohin. Was? Sie stehen noch am Himmel und scheinen. Dass wir sie nicht sehen, liegt nur daran, dass der Himmel so hell ist. Liegt auf der Hand. Ich wusste das. Und wenn die Sonne untergeht und der Himmel dunkler wird, können wir die Sterne wieder sehen. Dann geht die Sonne fort. Natürlich. Und Daddy, wohin geht dann die Sonne? Tja, sie... weiser alter Elf? Diese Bücher sollten die Frage beantworten, Eure Majestät. Uff. Hurra! Psst! Hier hat jeder ganz still zu sein. Das ist wichtig in Bibliotheken.